Wir hatten jetzt gerade das Gefühl, jetzt sollten wir langsam mal essen. Und jetzt hatten wir gerade so ein schönes Gespräch mit, okay, sollen wir lieber essen gehen, was ja wieder eine Ausgabe wäre, oder sollen wir zu Hause was kochen? Und dann habe ich es einfach mal so verpackt und habe zum Selçuk gesagt, okay Selçuk, dann machen wir es so, koch du doch mal heute was Leckeres für uns. Und was war dein Argument dazu? Wird mit Kabelbindern befestigt. Ist ja nur für 5 Monate. So, also, die haben jetzt dieses Satelliten-Internet angebracht. Morgen früh kommt aber nochmals, denn der Sender von der Zentrale in Ober, der sendet noch nicht mit der Geschwindigkeit, was möglich ist. Der hat gemeint, also wir haben hier eine Download-Möglichkeit von circa zwischen 40 und 50. Und der hat jetzt gerade nur 20 reingekriegt, weil irgendwelche Frequenzen noch begradigt oder korrigiert werden sollten für diesen Empfänger. Aber die Download-Geschwindigkeit, Entschuldigung, die Upload-Geschwindigkeit liegt bei 8 aktuell. Und der hat gemeint, mehr kriegen wir auch nicht rein. Und ja, das reicht auch. Wenn ich morgen Downloadgeschwindigkeit, also 50 habe, ist das schon ja, mega schnell, sehr schnell. Das war's für heute. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Was machst du lieber? Ich mache jetzt gerade so eine Snackbox für die Kinder, weil wir jetzt gleich diesen wunderbaren Weg, den anstrengenden Weg mit den Kindern runterfahren. Und sie werden dazwischen ein paar Pausen brauchen wollen und deswegen packe ich noch ein paar Snacks ein, ein paar Äpfel, da machst du nie was falsch und dann vielleicht noch ein bisschen Kekse und dann kann es auch schon losgehen. Ja, wir warten aber noch auf jemanden. Ach so, und ja, genau. Genau, wir haben uns ja mit dem feinen Kerle, da kommt er schon, drei Gästen, Hemmer Kapier Gilliam. Ja. Das ist unser Lieferant. Unser Lieferant, unser Obst- und Gemüselieferant, genau. Ich leg mal kurz auf. So, was haben wir denn dafür alles gekriegt? Also, 5 Kilo Orangen, 3 Äpfel, Entschuldigung, 3, 3 mal Brot. Das ist 1 Kilo, oder? Ich glaube 2 Kilo oder sowas war das, ich habe keine Ahnung. Hier sind Kartoffeln und Zwiebeln drin. Dann ist hier, glaube ich, ja, 2 Kilo Tomaten, also Grünzeug, die Petersilien, die hat er uns geschenkt. Oh. Und 2 Zitronen und etliche ja, Gurken haben wir gezahlt für alles, für diejenigen, wo es immer wieder interessiert. 48,5 TL, das sind ja, knapp 5 Euro, ne? So, Tuba, möchtest du noch was sagen? Ja, genau, falls ihr gerne frische Kräuter kauft, kann ich euch super empfehlen für die Aufbewahrung, so ein Zeber zu nehmen, in so eine Frischhaltebox zu tun und dann es schön abdecken und im Kühlschrank zu lagern, dann habt ihr über eine Woche frische Kräuter zu Hause, denn die verwelken ja ganz schnell und verlieren schnell an Geschmack und so bleiben sie richtig schön frisch und ihr könnt portionsweise für euren Salat, eure Suppe, euer Essen dann was rausnehmen. Und ich freue mich jetzt auf die regionalen Orangen. Genau, was wollte ich noch sagen? Wolltest du noch was sagen? Wir fahren jetzt mal los, oder? Ja, genau. Also, bis gleich. Wir haben heute etwas Wunderschönes entdeckt und zwar den besten Weg von unserem Haus, von der Villa
an den Strand. Und der war so angenehm, dass wir gedacht haben, okay, wieso haben wir diesen geheimen Weg ja, nicht vorher gefunden? Ich bin jetzt auf diesen Weg gekommen, weil uns unser Immobilienmakler am ersten Tag, also der erste Samstag, weil er uns dort hochgefahren ist. So, jetzt haben wir mal heute uns entschlossen, einfach, wenn man bei uns von der Villa aus runterfährt, komplett nach links zu gehen. Das ist eine Baustellen, ja, Ausfahrt oder eine Strecke, würde ich sagen. Da wird einfach noch gebaut, die Strecke ist noch nicht fertig. Und wir sind jetzt komplett runtergefahren und dann kommen wir an dieser Brücke, wo die Unterführung, die Straße nochmal neu gemacht worden ist. Aber da gehen wir weder nach links noch nach rechts, dann fahren wir einfach weiter geradeaus und kommen direkt ja, am Strand raus. Und wir so, oh Gott, also diese Strecke, das packen die Kinder mit Leichtigkeit, weil wir sparen uns etliche, also hochs und runter, sondern es geht echt nur ganz leicht runter, gell? Und das, ja, schon vielleicht 2 Kilometer oder so, aber es ist echt erträglich und es ist auch den Kindern zumutbar. Was ja, sagst du? So können wir hier auch in Ober an den Strand gehen und genau, spontan schwimmen gehen, baden gehen, wenn es jetzt dann wärmer wird. Und das hat uns nochmal bestätigt, indem wir nochmal die Fahrräder mitgenommen haben, Fahrräder hier gekauft haben. Es hat sich wirklich gelohnt. Ja. Wir machen Sport, wir sind in Bewegung, wir tun unserem Körper was Gutes und sehen auch gleichzeitig hier die wunderschöne Landschaft, die du so mit dem Auto gar nicht wahrnehmen würdest. Und es macht total viel Spaß. Wir sind so froh, mit den Fahrrädern hier zu sein. Genau. Wir haben schon gesagt, also wenn wir wieder mal verreisen sollten für längere Zeit, dann nur mit Fahrrädern, weil sich das so lohnt. Ja. Gleichzeitig sehen wir auch so die Abkürzungen, die du jetzt hier gefunden hast. Die ist ja auch genial. Wir waren alle so erleichtert, den riesen Buckel nicht runterfahren zu müssen und nachher auch nicht hochfahren zu müssen. Genau, runter geht es ja eigentlich immer schnell, gell? Nur zurück ist es ja immer das Problem, gell? Genau. Jetzt haben wir, heute ist Samstag. Es ist für die Einheimischen Ausgangssperre, deswegen ist es gerade sehr ruhig hier jetzt gerade unten am Strand. Ja, an der Promenade. An der Promenade, genau. Die Kinder spielen gerade auf dem Spielplatz. Ist zwar schön ruhig auf einer Seite. Zu ruhig, ich zeig's mal. Auf der anderen Seite ist es auch schade für die Einheimischen, dass sie nicht rausgehen dürfen. Fühlt sich sehr ungesund an. Manolia ruft mich. Manolia ruft dich. Genau, und das war jetzt eigentlich das Beste, was wir jetzt heute erlebt haben, war eigentlich, naja, wir haben ja erst mittags, also dass wir diese super Strecke gefunden haben und das macht mich voll glücklich, dass wir so mit einer Leichtigkeit hier runterfahren können. Und die Kinder waren auch sehr glücklich, weil es sind echt 3 Hügel, die wir zum ersten Mal mit den Kindern gestern hochgefahren sind, wo ich mir echt gedacht habe, hoffentlich machen sie es öfters mit, weil unser Plan war es ja, mit den Kindern auch mal runterzufahren und dann mit dem Bus an den Cleopatra Beach zu fahren, aber das könnten wir eigentlich auch durchgehen mit den Fahrrädern vielleicht packen, wobei es eigentlich zu weit wäre, aber wir können halt hier runterfahren mit den Fahrrädern und dann halt mit dem Bus halt weiterfahren bis zum Cleopatra Beach und das wird echt angenehm sein. Das war es mal vorerst, ich zeige euch schon mal die hinteren Spielplätze, ja. Das ist echt ein wunderschöner Spielplatz. Genau. Ja, es ist gerade aktuell eine Ausgangssperre. Ja, offiziell. Aber es sind sehr viele Leute auch schon draußen. Was ich auch gut finde. Ja, die Leute sollen sich ja auch mal bewegen dürfen, weil Bewegung gehört ja auch zur Gesundheit. Wir sollten uns bewegen, wir sollten unsere sozialen Kontakte auch pflegen. Und unser Körper braucht diesen Kontakt, braucht diese Nähe. Alles andere ist in meiner Meinung nach mehr schädlich, als wie dass es einem Menschen gut tun würde. So, jetzt hat sich eine Straßenkatze unsere Bank geschnappt.
schön im Schatten, weil es auch gerade so heiß ist. Heute war es sehr windig heute Morgen und jetzt mittags ist es richtig schön sonnig. Wir haben heute 17 Grad in Alanya und in Deutschland, aus dem Ort, wo wir herkommen, aus der Stadt, wo wir herkommen, sind aktuell 15 Grad. Dort ist es den ganzen Tag bewölkt, keine Sonne kommt durch. Das finde ich schon schön, was es hier ausmacht. Ne? 2 Grad mehr hier im Süden und wir haben wunderschönen Sonnenschein. Deswegen wächst hier auch so viel, weil die Sonne einfach da ist. Es ist sehr, sehr schön. Einfach diese wunderschöne Frühlingssonne auch genießen zu können. Jetzt genießen wir es gerade auf dem Spielplatz und die Kinder können schön spielen. Wir können uns ein bisschen ausruhen, uns unterhalten. Sehr schön. Ist auch mal schön, alle Eltern wissen, von was wir reden, oder? Wenn wir sagen, wir können uns in Ruhe unterhalten und die Kinder sind schön beschäftigt. Das sind dann immer diese Momente, in denen man entspannen kann und entschleunigen kann und schöne Gespräche führen kann und auch die Gegend hier wahrnehmen kann, ja, es genießen kann und dessen gewahr zu sein, wo wir gerade sind. Genau, die Kinder, die haben jetzt auch etliches da hingelegt und backen gerade und machen irgendwie so Spaghetti oder so ähnliche Sachen. Wir haben ja auch vorhin von unserem Obst- und Gemüsehändler, von unserem Tante-Emma-Laden auf 5 Kilo Orangen bestellt. Jetzt, ja, bereiten die sich ihr eigenes Festmahl vor. Wir sind kreativ und spielen halt damit auch. Und wir hören auch gerade im Hintergrund den Muezzin, der gerade das Nachmittagsgebet, ja, zum Nachmittagsgebet ruft. Zum Nachmittagsgebet ruft, vielen Dank. Und das sind auch wieder so Momente, die einlädt eigentlich, ne? So ruft und einlädt. Ne? Ja, die sehr schön ist, das Rezitierte zu hören, das entspannt auch nochmal, wenn du so auf einer Bank sitzt und den Moment genießt und die Gebete dann hörst und auch nochmal so eine Dankbarkeit. Es erinnert dich immer, dankbar zu sein für den Moment, den du erlebst, für die Zeit, in der du lebst, was wir gerade für deinen gesunden Körper, den du hast. Ja. Ja, wir sind einfach dankbar und das ist eine schöne Erinnerung. Genau. Das entspannt sehr. Ja. Wir hatten jetzt gerade das Gefühl, jetzt sollten wir langsam mal essen. Und jetzt hatten wir gerade so ein schönes Gespräch mit, okay, sollen wir lieber essen gehen, was ja wieder eine Ausgabe wäre, oder sollen wir zu Hause was kochen? Und dann habe ich es einfach mal so verpackt und habe zum Selçuk gesagt, okay Selçuk, dann machen wir es so, koch du doch mal heute was Leckeres für uns. Und was war dein Argument dazu? Das ist so toll. Was war dein Argument? Du meintest, das, was ich dir koche, schmeckt dir nicht. Stimmt aber gar nicht. Er weiß ganz genau, was mir schmeckt. Und er kann auch gut kochen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann gehen wir doch lieber was essen, oder? Und Selçuk, warst du einverstanden? Ja. So überzeugt sie mich, dass wir essen gehen. Also, bis dann, ciao. Ja, wir zeigen euch gleich, wo wir was essen gehen werden. Ich hoffe, wir finden wieder etwas Schönes und Nettes. Die letzten 2 Male hatte ich eigentlich eine gute Erfahrung, aber jetzt beim letzten Mal, wo ich gestern war, da habe ich nicht so eine gute Erfahrung gemacht, wo ich mit meiner großen Tochter alleine unterwegs war. Ja, und wir lieben das Local Food, wir lieben einfach leckere, gesunde, vitale Hausmannskost und unsere Kinder, die sind dann halt nicht so begeistert, weil Zwiebeln oder Knoblauch drin sind und das ist eine Grundzutat hier in der Türkei, die sehr gesund und vitalisierend sind, aber nicht wirklich geschmacksgerecht ist dann für die Kinder, zumindest nicht für uns. Deswegen suchen wir jetzt was, was vereinbar ist für uns und die Kinder. Genau. So, jetzt sind wir gerade bei einem Local Food Restaurant. Genau, ja, to go. Nach 17 Uhr gibt es ja in der Türkei noch alles to go. Und schon wieder sind wir hier am Çiğköfte der Speisen. Ich habe mir gerade auch so eine Portion bestellt. Die kostet 20 türkische Lira. Allerdings ist es eine andere Art. Es ist richtig scharf und schmeckt gigantisch. Ja, ich zeige euch das mal jetzt gleich, wo wir sind, okay? Dieser Laden heißt, ja, also Antep Sofrası.
hier und es ist echt hier, ja, falls ihr in Ober seid, da ist noch so eine Kirche, Entschuldigung, Kirche sage ich, eine Moschee. Und wir sind hier, ich glaube, also da hinten auf der rechten Seite war Beach Nummer 11, etwas zwei Straßen weiter. Also dann, wenn man hier runterfahren würde, ist dann auch gleich diese Moschee. Da muss es, glaube ich, hier Beach Nummer, ich glaube, entweder 1 mehr, 12 oder 1 weniger. Ja, das sage ich eventuell das nächste Mal, wenn ich es wieder rausfinde. Aber der Laden, also der schmeckt echt der Hammer. Und man sieht es auch richtig, also drin ist es voll mit frischen Sachen.